Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tutorial. Wie macht man ein Update bei Microsoft und Google? Ihr müsst das machen. Ihr geht zu Microsoft, ob ihr das benutzt oder nicht. Sonst könnt ihr ein Virus bekommen, was auch immer. Ihr geht hier oben drauf auf Doppel drei Punkte hier oben. Müsst trotzdem immer alles machen. Dann auf Einstellung, auf Hilfe und Feedback. Infos Microsoft Edge. Ja, ach gut, Glück gehabt. Ist auf dem neuesten Stand. Dann steht hier an, jetzt Update starten oder es macht halt eben von alleine. Jetzt gehen wir zu Google. Los. Hier oben links, Hilfe. Auf über Google Chrome. Ihr guckt, Freunde, da gibt es ein Update und die müsst ihr jeden Monat mal machen, 14 Tage. Ich würde euch empfehlen, ab und zu mal nach 14 Tagen zu gucken. Also ein kleiner Hinweis, Freunde, wie man Updates macht. Ich mache das jetzt mal gerade. Hier, jetzt dann steht dann neu starten. Entweder es macht automatisch. Ja, guck hier, so macht man das Update, genauso wie bei Microsoft. Bei Handy ist es auch genauso dasselbe. Ihr geht auf Google Chrome, auf dem Handy. Ich erkläre es euch jetzt für Handy. Doppel drei Punkte ganz unten. Hilfe. Ach nee, nicht Hilfe, sorry. Ach, ich kenne mich doch nicht aus. Einstellungen müsst ihr, glaube ich, gucken. Nee, man kann das über Handy nicht machen. Aber ich würde euch empfehlen, das über Handy nicht runterzuladen. Liebe Freunde. Also ich gucke mal bei mir auf dem Laptop gerade, ob bei mir ein Update gibt. Ich will ja auch nicht hoffen. Sonst ist es dann scheiße. Also sorry, dass ich gerade scheiße sage, aber ist so. So, warte. Ja, Freunde. Also, ihr geht auf dem Laptop dann, ob ihr es benutzt oder nicht, wie gesagt. Geht auf Doppel 3 Punkte. Hilfe und Feedback. Dann geht auf Infos zu Microsoft Edge. Und da erkennt ihr bei mir ein Update. Ah, auf neuesten Stand. Also Microsoft macht es bei mir automatisch. Genauso wie Google müsst ihr dasselbe dann auch machen, Freunde. Ups. Also Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann.